Grüß dich Lyle und herzlich willkommen hier zu einem erneuten Vlog auf meinem Kanal. Ist ein paar Tage her, dass man meine Fresse hier sieht und ich sehe es gerade aufleuchten am Display, Akku aufladen. Ich hoffe, das geht sich hier noch aus. Was wollte ich sagen? Ich habe schon eine Aufnahme dazu gemacht eigentlich, aber nicht hochgeladen und nicht bearbeitet, weil es einfach mega, mega lange war. 30 Minuten, 40 Minuten Rohmaterial, irgend sowas. Nur halt so ein bisschen Talk quasi. Worum soll es hier gehen? Ich wollte einfach mal kurz Danke sagen für die Teilnahme am DJ-Livestream. Die bisherige Teilnahme, ja, es ist noch nicht abgeschlossen, das Projekt läuft ja gerade erst an. Aber läuft schon eben und schaut unbedingt vorbei auf meinem Twitch-Kanal. Link unten in der Videobeschreibung. Würde mich sehr, sehr freuen. Ja, das wollte ich unbedingt jetzt noch loswerden. Es gibt zwar ein paar Dinge, die mir eigentlich auf dem Herzen liegen und was auch daraus schließen lässt, warum ich jetzt hier gerade ein bisschen inaktiv bin auf YouTube. Dinge, die meinen Kanal betreffen, Hintergrundgeschichten, die ihr wahrscheinlich nicht mitbekommt, aber was ihr mitbekommen habt, denke ich zumindest, hoffe ich zumindest. Bei mir wird keine Werbung mehr geschalten. Das wollte ich jetzt kurz noch ansprechen hier. Wie gesagt, ich hoffe, der Akku reicht dafür aus. Und dann zeige ich euch noch was ganz Schickes, Tolles, Schönes, was ich mir für den PC noch gekauft habe, so ein kleines Gadget. Aber später mehr dazu. Also bleibt unbedingt dran, ist für die Technik-Freaks und euch sicher interessant. Keine Werbung mehr auf meinem Kanal. Wurde mir gestrichen. Ich wurde aus dem Monetarisierungsprogramm, aus dem Partnerprogramm von YouTube rausgeworfen. Es klingt krass, ist es auch. Ich wurde selber da einfach vor die Tatsache gestellt und musste damit leben. Ja, das war einfach boom, so, ja. Ich muss ein bisschen zurückspulen. YouTube hat ja gerade vor ein paar Monaten eben, ich muss meine scheiß Vorhänge wechseln. Meine Mutter hat einfach die Vorhänge getauscht, weil sie die anderen gewaschen hat und dann bekomme ich so 90er Jahre Arschlecken, die sind oberhässlich. Ne, ich schwenke die Kamera wieder, das kann ich euch nicht antun. Ja, da wurde ich einfach vor die Tatsache gestellt, dass ich zu wenig Wiedergabezeit generiert habe. YouTube hat ja eben im September oder Oktober letzten Jahres das neue Monetarisierungssystem eingeführt, wo man halt eine gewisse Wiedergabezeit, 4000 Stunden, so by the way, erreichen muss und mindestens 1000 Abonnenten muss man haben, um ins Monetarisierungssystem von YouTube reinzukommen und eben auf seinem Kanal Werbung zu schalten. Warum? Ich kann es nachvollziehen, weil es anscheinend nicht mehr relevant genug ist für YouTube und halt einfach diese Kleinbeträge keinen Sinn mehr machen. Stimmt auch, bei mir kamen auch nur Kleinbeträge rum von im Monat 3 Dollar, 5 Dollar, was auch immer. Ja. Also nichts, wovon man sich mal irgendwo Brötchen kaufen kann. Und das habe ich nicht geschafft in den letzten 12 Monaten, weil auf einmal wurde das auch rückwirkend für alle Kanäle geltend gemacht. Am Anfang war ja nur die Rede, soweit ich weiß oder ich das richtig mitbekommen habe, von Kanälen, die quasi ab dem Zeitpunkt entstehen oder eben ab diesem Zeitpunkt sich da anmelden, muss man so sagen, so wie ich das jetzt aufgefasst habe. Dass es aber jetzt für alle Kanäle überprüft wurde und rückwirkend geltend gemacht wurde, ist halt krass. Und was mich am meisten schockiert, ist einfach, dass ich es nicht geschafft habe in 12 Monaten, es wurde mir auch beschrieben, der Grund, warum ich rausgeworfen wurde, in 12 Monaten es nicht geschafft habe, 4000 Wiedergabestunden zu generieren. Das ist in einem Jahr bei der Anzahl an Videos, die ich hochlade, 2 Stück die Woche, ansonsten wie beim 30-Tage-Projekt mehr. Da waren es halt ganze, ja okay gut, das 30-Tage-Projekt wurde abgebrochen, aber da waren es halt, keine Ahnung, 12 oder so Stück hintereinander. Ist ja wurscht, mit diversen Projekten und diversen Geschichten und Sondersachen kommt da auch dementsprechend viel zusammen. Und dann schaffe ich es nicht, 4000 Wiedergabestunden zu erzeugen. Jedem neuen Video, das ich hochlade, auch mit diesem Video jetzt hier wieder, D-Abos generiert werden und nicht nur ein, zwei Stück, sondern stellenweise auch gleich 5, 7, 10 D-Abos fallen, ist halt auch was, wovon ich eher schockiert bin als erfreut, logischerweise, und ich nicht mehr weiß, was ich machen soll oder wovon das kommt. Ihr seht selber, da treibt ein Kerl den anderen, mein Kanal ist irgendwie, keine Ahnung, mega am Abfacken gerade. Ich verändere mich zwar auch ein bisschen, klar, also jetzt nicht unbedingt optisch oder so, aber ansonsten auch mit meinem Content, ja, dass ich nicht auf Landwirtschaftssimulator 15, wo ich damals angefangen habe, hängen bleibe, ist halt auch einfach ein Fakt, mit dem die Abonnenten sich abfinden müssen oder sich im Vorhinein klar sein müssen, ey, yo, wenn ich den abonniere, dann wird es auch mal was anderes geben. Ich habe auch Kanäle abonniert, die nicht immer was hochladen, was ich mir angucke, aber ich deabonniere die deswegen nicht gleich. Dass YouTube mal eine Zeit lang natürlich inaktive Accounts aussortiert hat und auch gelöscht hat und dementsprechend auch Abos verloren gingen, da gab es auch mal eine große Debatte, das ist ja nach wie vor aktiv, das System. Das wird ja nicht nur alle heiligen Zeiten gemacht, aber ich kann ja nicht permanent inaktive oder tote Kanäle als Abonnenten haben und die fallen jetzt bei mir alle weg. Das ist unlogisch. Ich habe jetzt hier mittlerweile in den letzten, in den vergangenen 2 Quartalen oder im vergangenen halben Jahr von mir aus, ja, circa 100 D-Abos gemacht.
macht mich eigentlich traurig, um ehrlich zu sein. Das klingt jetzt nicht viel, aber für meine Verhältnisse ist das viel, Freunde. Das fällt auf, ja. Das fällt auf. Mehr Infos dazu gerne mal bei Bedarf oder eine genauere Erklärung dazu in einem gesonderten Video, in einem Talk-Video, was er dann auch dementsprechend weiter ausholt und wo ich mehr darüber quatschen kann, wenn ich es möchte. Und wie ihr es wollt natürlich. Aber okay, jetzt hier noch schnell ein bisschen Technik gegammelt. Wie ich schon vorhin erwähnt habe, ich habe mir ein bisschen was gekauft. Nochmals, ich muss mich selber mal an der Nase fassen und mal sagen, Kumpel, hör auf mit dem Scheiß, aber ich bin einfach so ein ich kann es eigentlich sagen, weil es wurscht ist, ich habe keine Monetarisierung mehr, ein krasser Technik-Nerd und Technik-Freak bin, ich es nach ein paar Reviews einfach nicht lassen konnte und ich musste es mir einfach bestellen. Ja, ich zeige es einfach mal. Elgato 4K 60 Pro. Capture Card der nächsten Generation. 4K habe ich zwar nicht, aber das Ding ist abwärtskompatibel auch auf QHD, also 2K, wie man es so schon nennt. Das muss anscheinend hier Performance bringen und Leistung haben, diese Capture Card zum Abwinken. Die Verpackung ist auch dementsprechend größer und das Ding, die Capture Card übrigens zum Einbauen, wer es hier nicht weiß oder wie man sie erkennen kann, zum Einbauen, zum Aufstecken aufs Motherboard, ja. 4K 60 Pro. Ich konnte es nicht lassen. Ich war einfach so begeistert von den Technik-Reviews und von den technischen Spezifikationen zu diesem Ding, dass ich einfach gesagt habe, komm, scheiß drauf, das gönnst du jetzt nochmal. Eben auch, weil ich ja Livestream-Thematik dieses Jahr mehr und intensiver ausbauen möchte und das Ding natürlich dafür mega geeignet ist. Und du bist ja nicht gebunden, dass du so eine Capture-Card mit der Elgato-Software nutzt. Du kannst es genauso als Videogerät quasi in OBS nutzen, was ich auch machen werde, weil OBS am PC dann dementsprechend auch schön funktioniert und ich da alles eingestellt habe und alle Funktionen, bla bla bla. Das Ding werde ich jetzt natürlich einbauen und da muss ich ja auch schon wieder los, weil ja, irgendwo muss ich auch meinem regulären Job nachgehen und nicht nur jetzt hier in meinem Hobby. Bin selber gespannt. Die ersten Aufnahmen, die ersten Streams mit dem Ding werden natürlich folgen. Ich muss das selber jetzt alles mal testen. Ich hoffe, diesmal passt das Ding, beziehungsweise ist halt jetzt wirklich dann geeignet für mein System, weil ich hatte schon mal die HD 60 Pro, also den kleinen Bruder von diesem großen Gerät, die auch die Capture Card zum Einbauen aufs Motherboard, die aber halt eben nur Full HD schafft und somit für meine QHD-Auflösung eigentlich crap war. Und mein alten Motherboard ging es sowieso nicht, da hatte ich ja noch nicht mal einen QHD-Monitor. Da hatte ich noch das alte Motherboard, das hat es einfach nicht gepackt. Aber diesmal bin ich ja da bestens gerüstet mit dieser Kiste hier. Von daher mache ich mir da keine Sorgen, dass das nicht klappen sollte. Und ja, bis dahin bleibt einfach dran. Wenn es dir gefallen hat, hier ein bisschen ein gemischter Vlog. Ich will das ja eigentlich jetzt öfter bringen. Das ist so ein bisschen auch mein Ziel für 2018. Ich meine, Neujahrsvorsätze jetzt noch rauszuballern im Monat März ist vielleicht ein bisschen spät, aber nochmal so als kleine Erinnerung. Wenn es aufgefallen ist, habe ich ja schon ein bisschen angefangen damit. Weil es mir auch Spaß macht dementsprechend, auch wenn ich noch immer hier mit dieser Flipcam rumgammel, aber eine neue Cam ist in Überlegung, alles zu seiner Zeit. Ich will dieses Jahr nichts mehr überstürzen, weil es muss irgendwo auch ein bisschen mal Sinn auch machen für mich. Nicht nur investieren, ich investiere, schon mal erwähnt, zigtausend Euro im Jahr. Weil, nicht nur, weil ich es selber will und weil ich selber Spaß daran habe, sondern weil ich euch natürlich auch die beste Performance, die beste Qualität bieten möchte. Abgesehen halt hier von diesem Vlog. Full HD Vlog mit nicht mal 30 FPS. Aber hauptsächlich eine Capture Card um 400 Eier. Läuft bei dir. Naja, Freunde, in diesem Sinne halte ich euch nicht mehr so lange auf. Bin raus, bedanke mich. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben. Abonnieren hier irgendwo und hier irgendwo Video nochmal. Muss ich die Kamera ein bisschen mittickt, sonst geht sie das wieder nicht aus. Klickt euch rein, bleibt dran. Erzeugen wir einfach diesmal ein bisschen mehr Wiedergabezeit. Würde mich mega, mega freuen. Wäre einfach mega krass, wenn ihr mir da ein bisschen unter die Arme greift. Ich komme dann wieder auch rein in das Partnerprogramm, weil ich sag mal so, ein bisschen eine Refinanzierung, auch wenn es so ein paar Dollar sind im Monat, ist halt doch auch schön, sind wir uns ehrlich. So ein paar Euros für ein Hobby. Wisst ihr, was ich meine? Ist doch schön, ja? Aber ums Geld sollte es nicht gehen, ist halt einfach nur eine kleine Unterstützung, die halt auch natürlich motiviert. Ohne Geld, keine Musik. Und mit diesen Worten verlasse ich euch bis zum nächsten Stream. Apropos, was ich nicht vergesse, unbedingt morgen, also der Vlog hier solltet ihr am Freitag sehen. Morgen Samstagabend auf meinem Twitch-Kanal, schaut rein. Ansonsten schaut auf Facebook vorbei, Link auch unten in der Videobeschreibung. Alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen eben unten verlinkt. Schaut einfach vorbei. DJ Livestream ist wieder Samstagabend am Start, also unbedingt, würde mich freuen, guckt da rein. Ich habe letztes Mal spontan gestartet, das war nicht so glorreich mit Postings und Werbung jetzt quasi, macht es mehr Sinn, da gucken mehr Leute vorbei, ist mir aufgefallen, logisch auch irgendwie. Ja, würde mich freuen, vergesst nicht, Samstagabend, schaut vorbei, Twitch, irgendwo so ab 18, 19 Uhr, kann ich jetzt noch nicht genau sagen, gibt es wieder fettes Geballer von meinem Studio. In diesem Sinne bin ich raus. 20 Sekunden und so. Längste Abmoderation der Welt. Das kann nur ich. In diesem Sinne, tschüss, ciao und bye bye.